erleben Sie die Vielfalt in Wiel? Von den verschiedenen Menschen, die hier wohnen? Ich bin Buchhändlerin, ich arbeite im Buchhandel. Und vor 30 Jahren hat man einfach jeden Namen, den man aufgenommen hat, einfach schreiben. Und das war gut. Und heute muss man sich fast jeden zweiten buchstabieren. Das zeigt auch der Wandel, wie viele Sekundos oder Nachfahren von Einwanderern jetzt im Studium sind, zum Beispiel, in der Schule. Ich finde, es ist eine Öffnung vom Lebensstil und das gefällt mir sehr gut. Also meine Kolleginnen sind von verschiedenen Ländern und bei ein paar Muslimen also, hat es vielleicht die gleichen Regeln, also zum Beispiel Kultur und so, was sie machen, zum Beispiel was sie essen, wie die Essen Gericht heissen und so. Meine Nachbarschaft besteht sehr viel aus Italienern und Corona hat gezeigt, die haben es miteinander, sind fürsorglich auch uns gegenüber gewesen, wenn ihnen etwas gefällt, hat man können sagen. Und es war einfach auch positiv gewesen. Also von der Stimmung her, weil man miteinander geredet hat über die Balkone aus. Und ich habe sehr genossen, die Zeit, um es auch wirklich auch kennenzulernen. Wie erleben Sie die Vielfalt in Ihrem Alltag? Ja, man sieht es, wenn man dort die Stadt läuft. Schauen Sie um. Es hat sehr viel. Menschen da, die nicht da auf die Welt gekommen sind oder da geboren sind. Aber solange sich die alle anständig verhalten, wie wir alle anderen auch, ist da überhaupt kein Thema. Ja. Ich begegne denen allen auf Augenhöhe. Wir haben sehr viele Ausländer und die müssen ja auch noch immer leben. Da habe ich gar nichts dagegen. Aber wir haben einfach doch auch die grosse Wirtschaftslage. Uns ist immer gut gegangen. Und die vielen Leute plötzlich mehr teilen, auch mit den Leuten, die weniger haben. Und von dem her würde ich sagen, ist es einfach enorm zugenommen von der Zahl. Vielfalt erlebe ich bei der Arbeit. Ich arbeite dort mit verschiedenen Nationalitäten zusammen. Ich begegne aber auch Vielfalt beim Einkaufen oder wenn ich am Stadtweiher, am Flanieren bin. Dort gibt es immer wieder mal Kontakt mit anderen Nationalitäten. Und das finde ich super. Und das macht unsere Stadt grossartiger.